Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem zweiten Pre-Playoff-Spiel der Dresdner Eislöwen gegen den SC Rissersee. Endstand 2:5 vor 3.103 Zuschauern in der Energieverbundarena. Wie gewohnt bei der Pressekonferenz die beiden Trainer. Zum einen der Trainer unserer Gäste, Maurizio Mansi, und der Trainer der Dresdner Eislöwen, Thomas Popisch. Wie gewohnt möchte ich zunächst unserem Gast das Mikrofon übergeben und bitte Herr Mansi um eine kurze Einschätzung des heutigen Spiels. Dankeschön, guten Abend zusammen. Ja, sicherlich, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Jungs heute Abend. Ich denke, in die erste Drittel, wir haben viel Druck gemacht, viel Chancen gehabt, obwohl wir waren 2-0 hinten. Und ich habe zu den Jungs gesagt, nach der ersten Drittel, dass wir müssen weiter kämpfen, weil wir haben viele Chancen, wir werden viele Chancen haben. Wir mussten wieder mehr Druck auf die Tor machen und wir haben das getan. Wir haben das erste Tor geschossen. Wir haben die 5 Minuten Überzahl einmal genutzt, die 2-2. Wir haben unsere Beine, unsere Luft wiedergefunden. Ich glaube, wir haben viel Druck wieder auf dem Tor gemacht und wir haben diese Führung genommen. In den dritten Drittel. Dresden hat diese 5 Minuten überzahlt gehabt und das war eine Chance, zurück in die Spiel zu kommen. Wir haben das 5 Minuten überstanden und auch in 5-3 überstanden und letztendlich das, in meiner Meinung, das Sieg verdient. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft nach dem ersten Spiel. Wir haben gesagt, wir müssen mehr Emotionen, mehr Druck, mehr bissig auf dem Tor sein und wir waren so heute Abend. Und ich warte ein richtig heißes, gekämpftes Spiel am Dienstag zu Hause. Dankeschön, guten Abend. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, Thomas, dann natürlich auch an dich die Frage, wie hast du das heutige Spiel gesehen? Erstmal guten Abend. Wir haben in weiten Teilen vom ersten Drittel, habe ich es eigentlich genauso gesehen, dass der Garmische durch unsere Fehler, die wir gemacht haben, schon sehr gute Chancen hatte, aber wir vorne unsere Chancen besser genutzt haben. Dann gehen wir ins zweite Drittel rein, auch in Unterzahl, überstehen Unterzahl, kriegen dann eigentlich genau, wo wir wieder komplett sind, das 1-2. Dann bin ich eigentlich guter Dinge, weil wir dann das Spiel wieder an uns genommen haben, auch Chancen, Pfostenschüsse hatten, kommen dann in diese Unterzahlsituation und ab da war eigentlich so ein bisschen. Man muss im Playoff-Spiel viel Emotionen zeigen, man muss heiß sein, man muss fighten, aber man darf seinen Gameplan nicht verlassen. Und wir waren dann ein bisschen zu weit weg, viele, viele Situationen zu hektisch gelöst. Und ja, da geht man halt ein 2-2, ist ein enges Spiel. Und gerade das dritte und vierte Tor, letzte Minute vom zweiten Drittel, war dann natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Trotzdem ist es ein 4-2-Spiel, wir gehen ins letzte Drittel rein. Klar übersteht Garmisch die Unterzahlsituation. Kann man sich jetzt auch wieder darüber streiten, ob das ein Tor war. Aber ich glaube, ab dem nicht gegebenen Tor war bei uns so ein bisschen, weiß nicht, nochmal so ein Bruch drin gewesen. Und wir konnten uns eigentlich keine klaren Chancen, wir konnten keinen Druck auf ihre Verteidiger aufbauen, so wie wir es eigentlich haben wollten. Und auf alle Fälle, und da bin ich mir ganz sicher, wird es am Dienstag einen heißen Fight geben, weil das, was ich eben in der Kabine gesehen habe, da war viel, viel Emotion in den Augen, da war viel Vorfreude auf Dienstag und der ein oder andere, der dann hier noch heute den Schwan gemacht hat, ich bin gespannt, ob er am Dienstag dann auch noch den Schwan macht und die Flügel zeigt, weil das ist unsportlich, unsportlicher geht es nicht mehr, aber ich werde mir da auch was einfallen lassen. Dankeschön. Vielen Dank auch für deine Einschätzung. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Frage von Sten Hornig, Bild-Zeitung. Inwieweit, Herr Popisch, kann Ihre Mannschaft jetzt durch das Aus der Eisbären mit Verstärkung am Dienstag noch rechnen? Das ist jetzt, ich meine, Berliner sind ausgeschieden, das ist die eine Sache. Wir haben heute unser zweites Spiel verloren, steht 1-1.
Wir telefonieren eigentlich täglich auch mit Berlin, ob eine Möglichkeit besteht. Aber das, die Spieler, die heute da waren, die werden es auch am Dienstag richten können. Wenn noch der ein oder andere kommt, dann ist gut, dann ist es top, sind wir breiter aufgestellt. Aber die Leute, die heute da sind und vor allem die Leistungsträger, die Führungsspieler, die müssen in den Playoffs vorangehen und müssen zeigen, dass sie das umbiegen können. Eine Frage von Bertolt Neumann, Sächsische Zeitung. Herr Popisch, welche Aktie billigen Sie den Schiedsrichter-Duo bei den strittigen Szenen zu? Ich meine vor allem die Matchstrafe für Chapu und das nicht gegebene Tor. Die gleiche Frage richtet sich dann an Herrn Mansi, ob diese Entscheidungen korrekt aus Ihrer Sicht waren. Schwer zu sagen, ich könnte überhaupt die Scheibe oder die Schlittschuh nicht sehen von meiner Perspektive. Hoffentlich kann ich das auf die Video sehen, aber ja, das war die Entscheidung, gut für uns, nicht so gut für Dresden. Aber was das die richtige Entscheidung, ich kann nicht wirklich sagen. Es ist ich wurde jetzt vorhin schon mal gefragt, es ist einfach die Schiedsrichterentscheidung. Im Spiel kann ich mit dem diskutieren, kann es auch kommentieren. Ich werde auch danach nichts mehr ändern. Das sind einfach die, und wir hätten auch mit diesen Entscheidungen besseres Ergebnis erzielen können, wenn wir besser gespielt hätten. Weitere Fragen? Eine Frage von Enrico Lucke, Dresdner Morgenpost. Thomas, die Schiedsrichterentscheidung ist sicherlich schwierig, viele Emotionen dabei. Hast du dich im Nachgang die Frage gestellt, ob man vielleicht beim 2:2 mal eine Auszeit genommen hätte, um mal die Gemüter etwas runterzukühlen und vielleicht das Gas auch rauszunehmen, weil die Jungs, die wollten ja besonders in eine Richtung rennen? Also muss ich sagen, wenn ich da jetzt eine Auszeit genommen hätte, ich hätte nicht gewusst, was ich den Jungs in dem Moment sagen soll. Also das steht 2:2, ich glaube, das ist, lass mich nicht lügen, in der 30. Minute gefallen, dann spielen wir noch mal 8-9 Minuten und dann fällt in der letzten Minute vor der Drittelpause. Das sind immer schwierige oder entscheidende Punkte, sind eigentlich immer diese Wechsel kurz vor Drittelende und ganz wichtig nach dem geschossenen Tor für und gegen dich. Und da haben wir einfach nicht gut ausgesehen. Das müssen wir einfach sagen. Direkt nach dem Bulli verlieren das Bulli und kommen zu einer klaren Torschance gegen uns, wo die Zuordnung stimmen muss. Also da bin ich jetzt nicht ganz der Meinung, dass da irgendwo hätte Einfluss nehmen können. Und gerade in so einem engen Spiel versucht man sich natürlich auch eine Auszeit, gerade für hinten vielleicht nochmal, wenn es mit einem Tor ist, den Torhüter rauszunehmen, da nochmal Anweisungen zu geben. Also so leicht und so katastrophal haben wir in dem Moment nicht gespielt, dass ich da wirklich der Meinung war, dass man hätte auf die Mannschaft 30 Sekunden an der Bande anders einwirken sollen. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann gibt es noch das andere Ergebnis aus dem zweiten Pre-Playoff-Spiel. Lausitzer Füchse gegen Starburst Rosenheim endet mit 2:3. Nach Verlängerung für die Dresdner Eislöwen heißt es also am Dienstag nochmal nach Garmisch zu fahren. Das Spiel dann am Dienstagabend um 20 Uhr beim SC Rissesee wird dann die Entscheidung in der Best-of-Three-Serie bringen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen einen sicheren Nachhauseweg und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank.